So, hallo ihr Lieben. Da bin ich wieder und ich will euch mal eben zeigen, wie der aktuelle Stand mit den Algen und Kugelalgen ist. Ja, ich hoffe, man kann das hier ziemlich gut sehen. Das ist die Stelle, die ich euch auch schon im letzten Video gezeigt habe. Ich bin ein bisschen erkältet. Vielleicht kann man es gut sehen. Also ich sehe so ein paar grüne Cyanus noch. Und Kugelalgen. Und wenn man genau hinschaut, sieht man auch noch ein paar Algen. Ne? Lasst euch von den Flimmern nicht irritieren, das ist die Kamera. Sind auch noch ein paar. Kugelalgen sind immer noch da, aber man sieht deutlich mehr, die Kalkrutalgen mittlerweile durchkommen. Also die Algen werden heller und ja, das sieht soweit eigentlich ganz gut aus. Also wir sind mittlerweile, heute ist Mittwoch. Sonntag habe ich die vierte Dosierung zugegeben, also die vierte Woche. Und momentan sieht es soweit ganz gut aus. Ja, den Korallen geht es, soweit ich das beurteilen kann, noch gut. Also man sieht, da sieht man es ganz deutlich. Da sind noch viele Algen. Da sind auch ein paar rote Algen. Aber die Grünen gehen deutlich zurück. Und wie gesagt, das liegt nicht nur an meinen Fischen. Das kann nicht nur an meinen Fischen liegen, da die das die letzte Zeit auch schon nicht geschafft haben. Liegt es wohl hauptsächlich tatsächlich an dem Weibelnd. Den Korallen geht soweit gut. Die hier schwächelt momentan ein bisschen, aber das ist ein anderes Thema. Das hat heute nichts hier zu suchen. Ja, jetzt habt ihr mal den Stand in der vierten Woche der Behandlung und ich melde mich dann nächste Woche Mittwoch wieder. Ciao.